Anfangsphase sind zum nächsten Mal die Mattersburger am Ball. Versuchen es mit einem. Versucht er nichts einbringen, jetzt aber die Salzburger. Kontermöglichkeit. Allerdings verlieren die Salzburger wieder den Ball und somit kommt es zu einem Gegenstoß. Klares Foul und das gibt 2 Freiwürfe für die Mattersburger. Erster Freiwurf. 1 Punkt, der Ball ist im Korb und jetzt kommt der zweite. Wird auch erfolgreich sein. Neuer Versuch. Jawohl, der Ball ist drinnen. 2 Punkte für die Mattersburg Rocks. Jetzt aber wieder die Salzburger am Ball. Schöner Versuch. Außerhalb der 3-Punkte-Linie. Immer noch die Salzburger und außerhalb der 3-Punkte-Linie. Versucht es, scheitern allerdings und zweimal gescheitert. Der Ball geht nicht in den Korb. Jetzt aber. Schöner Versuch. Die Salzburger versuchen es über die rechte Seite. Immer noch die Salzburger am Ball. Wirft und drin ist er. 3 Punkte. Ein schöner 3-Punkte-Wurf für die Salzburger. Wirklich herrlich gemacht. Jetzt aber. Die Mattersburg Rocks am Ball. Der erste Schuss geht daneben und der zweite Versuch ist im Korb. 2 Punkte für Mattersburg und wiederum die Mattersburger am Ball. Wir befinden uns in der 2. Halbzeit. Schöner Versuch. Wirft auch, geht allerdings nicht in den Korb. Jetzt aber die Salzburger. Immer noch die Salzburger am Ball. Versuchen es über die rechte Außenbahn. Und jetzt auf der linken Seite. Pass in die Mitte, rechte Seite. Wurf und Korb. Jawohl, 3 Punkte für die Salzburger, die damit an diesem Abend wirklich sehenswerte 3-Punkte-Wurf erreichen. Jetzt aber die Salzburger. Immer noch schön herausgespielt. Neuer Versuch, rechte Seite. Wirft ihn auf und drin ist er. 2 Punkte für Salzburg. Schön herausgespielt. Und das ist der knappe Spielstand. 1 Minute 12 vor dem Ende dieses Viertels. So, das Schlussviertel. Wieder die Salzburger am Ball. Versuchen es und drin ist er. 3 Punkte für Mattersburg und die Salzburger im Ballbesitz. Jetzt aber Schlussphase dieser Begegnung. Die Mattersburger am Ball. Versuchen es und jawohl, 2 Punkte sind drinnen. Eigentlich an diesem Abend sehr viel und die Mattersburger gewinnen zu deutlich mit 81-65 gegen die BBO Salzburg. Aber das Ergebnis entspricht nicht wirklich dem Spielverlauf.